Zeit gewürdigt. So, ich bin wieder live, dieses Mal mit Sailor Moon Another Story vs. SNES. Ja, das Gebiet hier so in Kristall Tokio. So, da sind wir den Kristallpalast von Crystal Tokyo. Hier habe ich einen Kanapolker weg. Crystal. Ja. Ich habe immer auf den Select-Button, das ist das Problem. Nein?
Ja, da ist ein New Game. Da haben wir Luna. Hallöchen, Luna. Ich soll aufstehen. Warte, ich mach auf, Schlachter. Die Musik bei dem Ding hier ist echt wie in der Serie. Nur leider... Das Intro sagt das Zauberwort, das ist hier nicht vorhanden, das ist nur... Meines Wissens nach ist das eine Produktion aus England gewesen. Oder aus Deutschland, ich weiß es nicht. Da hat irgendein Nachbar gerade an die Falun zu schreien. Ich wüsste, warum der rumschreit. Ich habe gerade die Textübersetzung nicht da. Deshalb nicht wundern. Die Grafik bei dem Spiel sieht sehr aus wie in der Serie. Manchmal erinnert sie auch so ein bisschen ein kleines wenig an Terranigma ab und zu, wenn man, sobald man Tokio verlassen hat. Das sind die Speicherpunkte. Dieses komische Ding, was Chibi-User da hat. Weil man mit sich rumgeschleppt hat in Luna P. Ich müsste... Okay. Da ist nichts zu sehen. Ja, ich habe gerade die übersetzten Schießlinger. Oh, da steht noch. Okay. Sagt mir jetzt relativ wenig. Wie gesagt, ich habe die Übersetzung mir leider jetzt gerade nicht daneben gelegt. Da weiß ich jetzt nicht, worum es hier genau geht. Okay. Da sind wir hier drin. Ist noch aus? Ja, das sind die geile SNES-Grafik von damals. Ja. Ich gucke. C'est la vie. Ich wundere mein Stream da. Wer das noch nicht kennt, Leute. Leute, ab und zu, wenn man was bewegt, sieht das manchmal etwas schlieren. Da, die Puko. Du gehst, glaube ich, auf die Mutter von Naoko Takeuchi, soviel ich weiß. Okay. Geh mal nach draußen. Ein schönes Haus habe ich. Das ist das Problem bei SNES-Spielen. Man kann sie manchmal perspektivisch nicht genau erkennen, was es ist. Hier wusste ich jetzt nicht. Ist das jetzt eine Garage oder ist das eine... Das ist so eine Wand. Ich hoffe, ich baue jetzt hier keinen Mist. Hallo? Hey, hab ich ja schon mal geheilt. Wusste das. Auf jeden Fall fällt auf, wie fahren die deutsche Automaten aus den 50er Jahren hier. Hallo? Fällt doch raus. Das ist ein paar okay Game-Logik. Ich weiß, ich soll die Sache nicht so ernst nehmen. Gemessen an anderen Lizenzspielen sieht dieses Spiel echt gut aus.
Und eines sage ich, Leute. Was? So, jetzt hat das hier. Motoki! Was wir hier haben. Da weiß ich, wo ich hin muss. Das ist hier irgendwie so ein Juwelladen. Wer die erste Folge von Zelda geguckt hat, der weiß, was ich meine. Oder welchen Juwelladen ich meine. Aber ist das nicht so? Ich verletze. Okay. Ja, das ist das Problem. Xenogears ist gut zu spielen, wenn man nicht weiß, was zu tun ist. Dieses Spiel hier ist... Ja, ich bin richtig. Ja, ich bin richtig. Ja, das ist nämlich bei diesem Spiel die Serie. Das ist, der Plot ist teilweise hier wie eine bessere Fanfiction. Das Spiel spielt man eigentlich nur, wenn man Nostalgie hat. Das ist, und zwar irgendwelche Bösewichte haben mit der Zeit manipuliert und deshalb existieren die ganzen Monster aus der Serie wieder. Du triffst, und zwar alle dieses Mal gleichzeitig. Also... Perilla, der Deppel, Sirp, nein, nicht Deppel, Sirp, der kam später. Die Familie des Schwarzen Mondes, Dr. Toy und so weiter, die agieren alle gleichzeitig. Man muss die alle bekämpfen. Aber jetzt. Du Schuft! Wie kannst du so arg dich verlaufen zu lassen? Woher mal? Im Namen... Scheiße, wer ist das? Weitermachen. Im Namen des Mondes will ich dir den Arsch versohlen. Denn ich bin Sailor Moon. Ist das... Ist das nicht dieser Dämon, der in der dritten Staffel aufgetaucht war, als... Als Kaori Dice die auf den Tokyo Tor gelockt hat? Was hat der mit dem... Was hat der mit Königin Perilla zu tun? Oder warum fällt er so? Die Leute von Königin Perilla. Keine Ahnung. So. Wie das ist verloren! Scheiße, ja. So. So, ich hab euch auch. Ich hab euch ordentlich den Arsch versucht. Gut. Wusste ich's doch. Was mache ich jetzt?
mit einem Juwel hier lang und hab jemanden, und hab dem Monster ordentlich ein Juwel getrieben. Wie das jetzt sagen wollen. Okay. Mamoru! Was hat der schon? Ja, wir sind schon wieder im Silver Millennium. Tausendjährige Motra. Falls ihr fragt, das stammt aus der Offenbarung des Johannes. Und nicht von einem gewissen anderen tausendjährigen Reich hier. Der ist dann bloß nicht verwechselt. Konzite. Ja, das haben wir aus dem Manga, glaube ich, übernommen. Die Shiteno. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Deutschen heißen, aber. Jeweils die Shiteno, die tauchen hier wieder auf und sind hier. Aber keine Bösewichte, sondern. Sondern die Helfer von Mamoru. Moment mal. Wir haben noch mittleren Tag und der pennt. Könnte ich noch was der Klausur sein? Was ist das? Ah, Regino. Da kommt hier die Weichschwürde. Kara-Tempel. Hier sind übrigens alle Sailor-Kriegerinnen spielbar. Auch Sailor Saturn. Und man kann deren Angriff nutzen, der eigentlich die Welt zerstört. Tut er hier aber nicht. Sailor Venus, etwas zu tun. Die Dialoge, ich hatte mal in der Fernübersetzung gelesen, verurteilten. Die sind echt genauso wie in der Serie. Wie heißt der nochmal? Yajirobe? Ach nein, das ist der Dragon Ball. Verdammt, wie heißt der? Was passiert hier jetzt? Der Kirchturm ist von draußen, ich habe gerade das Fenster auf.
Ey, wo ist die hin? So, hol mich ab und ab. Also wer denn? Ja, ja. Immer merken, die japanischen Spielen, egal was du eingibst, der zweite Button ist immer nein. Okay, hier ist was passiert. Ich wüsste auch zu gerne, wo ich jetzt bin. Okay, wo bin ich hier? Habe ich das falsch gemacht, Leute? Okay. Sieht man nach der U-Bahn-Station aus. Da darf ich auch nicht laufen, okay. So, was ist da 2? Da kommt irgendwie. Was läuft hier an? Habe ich so erwartet gerade. Level von der Trace. Vom Bahnhof. Und das ist jetzt aber zu verstehen hier. Ich stehe hier vorne am Wahlgang und warte mal alle ab, um irgendwo einen abzufangen. Da schnappt man uns immer direkt vom Gleis zu stellen. Gut und los jetzt. Das im echten Leben doch nur so einfach wäre. Man quatscht genügend Leute an und dann kommt die Bahn. Hey. Die Monster, das sind so typische Anime-Monster. Mit dem Manga haben die jetzt erstmal nichts zu tun.
Ja, man wird ja also keine außerirdischen Roboter treffen. Das sind so Attacken wie bei Chronoschul, der hier. Nein, ich bin kein Heil, ich bin nicht so fest. So, los geht's. Und weg ist er. Und Level up. Wo bin ich hier? Warten Sie mal einen Moment. Ich teile mein... Ich bin gerade mal kurz auf der anderen Seite, deshalb bitte mal kurz warten. Was anderes. Sie haben nur ihre Kollider schlecht. Ach nein, damals nannte man das ja Ereignis und nicht Kollider. Kollider war. So. Leider war der, kam erst bei erst so 97 ungefähr im Programmcode auf. So. Feuerringe! Flieg! Oh! Wasserstrahl! Ich wusste gar nicht, dass das ist okay. Zu der Zeit, als das spielte, hat Buddy halt nicht gerade mal den Mondstein benutzt. Aber hier in dem Spiel kann man den Mondstein trotzdem benutzen. Okay, da ist jemand umgekippt. Sie sieht in dem Feuer eine Vision. Autsch. Autsch.
Jahre. So. Der Alte. Ah, Haruka. Ich meine, die coolen Leute. Das war eben ins Spital. Drei Bettzimmer war für mich schon eins vom Krankenhaus, aber sechs Bettzimmer. Ja, noch so ist das mit Verlaub eher ein Lazarett als ein Krankenhaus. Ja, ich bin richtig.
doch diese Infinity-Schule, die Formel. Habe die Infinity-Schule nicht glatt gemacht im Bild? So. So, ich trete dich jetzt in den Programm. Oh, warum ist die so schwach? Warum ist die Chiro so schwach? Ja. Ich war doch die stärkste im ganzen Wiederherzen eher wegen dem Uranus und Tod. Verdammt schwach! Das sind dann die Bösen, Leute.
nicht drauf. Wundern bis das Neid ist ja auch wieder da. Da der erste Kampf. Ich hab wieder keine Energie mehr. Ach, da sind beide. Weitermachen. Wo bin ich jetzt? Ja. Wo bin ich jetzt? Oh, zwei von denen. Gut. Okay, Uranus kann gerade nicht kämpfen. Okay. Ja.
Sword und hauen. Ich hab Fiebergrippe. Ich hab den Gegner zu Tode gehabt. Ich bin Bill und das ist der Wolf. Schwer. Was mache ich jetzt hier? Was habe ich zu erledigen? Gott, ich hab sie was zu lernen. Ich weiß gar nicht, was ich zu tun habe. Thank you.
Okay, nochmal. Nochmal zurück. Gut, ich hab dich falsch. Ja, ich bin zu weit gegangen. Boah! Jetzt muss ich nach links. Okay, aber schon wieder eine Prügelei. Jetzt zeige ich mich mit Prügel. Das ist schlimm. Gut. Das hab ich geschafft. Gut. Ja, jeder, der den Anime kennt, weiß, was das ist. Gut. Das war jetzt ein Glückensverstand.
selbst verschuldet. Der hat doch 5 HP? Alter Strohsack wollte ich nicht natürlich, Leute. Hab ihr gedacht? Ich bin doch falsch abgebogen. Ach so, ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß jetzt exakt, wo ich hin muss. Ja, ich muss... Wir haben ja mal schneller auf die Level. Nein, ich bin wieder am Anfang. Okay, ich brauche die 10, ich habe mich verlaufen. Ich habe mich hier komplett in der Stadt. Und schon wieder ein random Encounter. Abhauen. Right?
sein. Ja, ich hätte den Kampf, ja. Ich bin gerade falsch geschoben. So. Ich bin auch noch nicht so gut. Okay. Ja, endlich richtig. Die Karte, die ich habe, die stimmt nicht. Gut. Da ich jetzt gerade vor dem Gegner stehe, mache ich jetzt auch damit drauf. Jetzt die Dresche, Leute. Ja, ich hab's zu tun, ist wieder Kröte. Das sah gerade durchaus so amüsant aus. So, so kommt jetzt die Dresche. So.
falls ihr euch fragt, ob das Ding kompliziert war, ich habe in der letzten Hälfte des Kampfes habe ich gleich welche geguckt. Also nur auf den Knopf gedrückt. Der Dialog eben war, oh, du bist so cool! Wenn man nochmal zurückgeht, ohne Verwandlung, dann kriegt man zu hören, dass man selbst ja so viel uncooler ist als Sailor Moon. Also jetzt muss ich wieder zurück zum Kaffertempel. Und noch ein random Encounter. Das wird noch ein langer Abend. So. Thank you.
Ja, ich bin richtig, da ist der Tempel. Gut. Ja. So, wo bin ich jetzt hier? Da hoch, da ist der Tempel. Gut, jetzt nur die Vorschau gecrashed bei dem System hier und nicht das. Und nicht das Tool selber. Ja, da ist die Böse. Die Böse fällt am Boden. Okay, irgendwie hier ist der Zug abgeschlagen gerade. Und du, da sagt jetzt etwas, was Admiral Akbar gesagt hat. Bei Star Wars, it's a trap! Ja, ich muss jetzt in die Schule gehen. Ja.
Ich weiß, wo sie ist. So, ich muss hier runter. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Ja. So. Death River Revolution. Drauf, drauf, drauf. Ich kann sie einfach auf den Hut anhalten. Das ist ein Lippos. Zeig, ne? Zeig, du musst das machen werden. Ich muss gerade reingehen. Okay, da ist irgendwas jetzt passiert. Thank you.
Menschen, als wir jetzt da sind. Oh. Warum sagt er denn aus wie der Tintenmann? So. Ja, das war hier auch. Alles, was ich darauf finde, ist hier. Thank you.
draufhauen. Leute, thank you.
möchte mich nicht übertreffen. Oder bist du von diesem komischen Doktor geklont worden? Thank you.
Okay, ich hab gerade einen Troll im Chat sehen. Weißt du, wer dieser Typ ist, der mich nicht trollen will? Hä? Was ist das für einer? Die Erde ist ziegenförmig. Hat keine Videos online. So, der komische Troll ist weg. Das war anders, Leute. So. User 1337 Frax B00L. Aber Herr Troll ist schon mal drauf. Ja.
Also bitte, liebe Call of Duty Kiddies im Alter von 13, das ist mein Kanal ist sowieso nicht für euch. Ja, das kommt davon, wenn man nicht hinsieht, was man macht. Thank you.
Jetzt habe ich gar keine Kontrolle mehr über das Spiel. Du musst einfach mich selbst abschicken. Ah, so. Echt so. Oh, das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Das war's gleich. Was ist jetzt noch für die Tore?
das für dich tot. Gut. Und ich bin tot. Und das Spiel fängt komplett von vorne an.